Kommen wir dem Matthäusevangelium nochmals zu dem letzten Abschnitt. Und zwar, weil hier in dem Kapitel 3, die ersten 5 Verse, da sind sehr, sehr wichtige, entscheidende Dinge drin. Und zwar, ich möchte jetzt nochmal diese Grundbotschaft, die der Johannes der Täufer hatte, die aber nicht nur der Johannes der Täufer hatte, sondern die erste Predigt Jesu in Markus 1,15 handelt vom gleichen Thema. Und normalerweise, bei Jesus noch mehr als bei uns, aber wenn einem etwas ganz wichtig ist, dann ist immer das Erste, was man sagt, was man tut. Und das war, wenn man Jesus die erste Predigt, die über unser Thema hier gehandelt hat, nämlich tut Buße. Im zweiten Vers heißt es, er hat dann gesprochen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wir wissen ja, das Reich Gottes ist so. Jetzt ist es ganz nahe, weil es ist der Herr Jesus da. Immer wenn der König da ist, ist das Reich Gottes. Darum war es im Alten Testament bloß verheißen, erste Erscheinungsform. Zweite Erscheinungsform, als der Jesus auf der Erde war, da war er da. Jetzt war das Reich Gottes gegenwärtig. Dritte Erscheinungsform, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist in uns, der Herr Jesus ist in uns. Damit ist das Reich Gottes inwendig in uns, so wie Kolosser sagt. Das ist jetzt drin. Und wenn er wiederkommt, nach der Entrückung, nämlich sichtbar auf der Ölberg, Sacharja 14, die ersten 5 Verse, dann passiert Folgendes, dann ist das Reich Gottes wieder auf der Erde und dann nach dem großen weißen Thron, wenn alles gerichtet ist, das tote Reich, alles aufgelöst ist und wir in den Himmel gehen, das heißt, Jerusalem wieder seinen Platz geht und dann der endgültige, ursprüngliche, wunderbare Zustand da ist, wo der Vater und der Sohn mit uns wieder Gemeinschaft haben können, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist, dann ist die fünfte, die letzte Erscheinungsform. Das ist dann für uns der Endzustand. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt ist so, bereits Matthäus-Evangelium fängt sofort an, das Markus-Evangelium fängt sofort an, der Johannes der Täufer predigt es sofort, der Herr Jesus predigt es sofort, das ist eine ungeheure wichtige Sache, auch muss es ganz nüchtern sachlich sehen. Als Paulus sich dann verantwortet in Apostelgeschichte 26, ab Vers 18, dann sagt er, es ist ungeheuer wichtig, dass Gott will, dass der Mensch Buße tut und sich bekehrt. Und das ist vielleicht die zentralste Stelle, wir kommen nachher drauf, in Athen, das war ja, ich sag's mal ganz, ganz deutlich, die Hochburg der Intelligenz. Das war das Intelligenteste, was es gab. Er predigt ihnen hier ganz einfach. Er sagt was, das sie nicht verstehen konnte. Er sagt zu ihnen, letztlich, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Das sei Botschaft. Er sagt, Buße zu tun und an den Herr Jesus zu glauben, das ist die zentrale Botschaft. Buße ist, ich sage es mal so, die Vorbereitung von allem, was Gott mit uns tun will. Dieses Wort Metanoia, Meta aus mit, Nus ist eigentlich die Gesinnung. Das ist eigentlich die innere Einstellung, mein ganzes Denken, was will ich überhaupt, das ist so das, was der Mensch will. Und Metanoia heißt dann ganz einfach, ich schalte meine Gesinnung gleich. Ich gehe mit meiner Gesinnung mit. Ja, mit wem? Natürlich mit Gott. Das heißt, ich stimme einfach Gott uneingeschränkt zu. Im altdeutschen Sprachgebrauch, das ist ja manchmal interessant, wie die altdeutsche Sprache war, das Buose oder Buosa, das ist ein Wort, das heißt eigentlich Besserung, strafrechtlich oder auch im sittlichen Bereich, was ja vom Evangelium her kommt, ist einfach die Bemühung, wieder etwas herzustellen, was der Mensch Gott gegenüber zerstört hat. Also ein ganz wichtiger Punkt. Buße ist die Einleitung, dass wieder in Ordnung kommt. Und wenn keine Buße kommt, dann kommt nichts in Ordnung. Das muss klar sein. Das ist auch interessant. Weil ja rumgestritten wird in manchen Kreisen, ob Gott jetzt alle retten will oder nicht alle retten will. Er sagt klipp und klar, er gebietet allen Menschen Buße zu tun. Und wenn Gott alle gebietet Buße zu tun, dann können alle Buße tun. Dann ist das möglich, gell? Da gibt es überhaupt keine Frage. Wenn man sich mal anguckt, das Wort Buße kommt 25 Mal bei Schlachter vor im ganzen Neuen Testament. Alttestamentlich ist das eigentlich nicht unbedingt so ein Thema, obwohl es indirekt genauso beschrieben wird. Und dann Buße tun, das ist jetzt was ganz anderes. Buße tun, dieser Akt,
Der kommt viel mehr, der kommt 32 Mal. Das heißt, Buße tun ist ein ganz entscheidender Punkt. Man muss es tun. Das ist eine Reaktion. Das ist etwas, was geschehen muss. Und wenn wir uns jetzt einmal angucken, Matthäus 1,15, fast identisch mit dem, was Johannes der Täufer sagt. Da sagt der Jesus und das Markus-Evangelium, darum kommt es in Markus 1,15 zuerst. Markus ist das erste Evangelium eigentlich. Matthäus steht am Anfang, weil Israel zuerst kommt und das Matthäus-Evangelium das Evangelium für die Juden ist. Aber bei Markus, beim ersten Evangelium, sagt er ganz klar in Vers 15, die Zeit ist erfüllt. Und da steht im Griechischen Kairos, das heißt dieser göttliche Zeitpunkt. Also Gott hat jetzt praktisch gesagt, jetzt ist passiert. Und das Reich Gottes ist nahe, jetzt passiert's. Tut Buße. Und das steht in der Gegenwartsform, im Griechischen. Und alles, was im Griechischen in der Gegenwartsform steht, ist eigentlich ein Zustand, ein dauerndes. Also man tut es die ganze Zeit. Also man könnte das auch, wenn man jetzt ganz frei übersetzen würde, im Deutschen sagen, beginnt jetzt Buße zu tun und tut es die ganze Zeit. Das wäre eigentlich, das ist gemeint, tut es die ganze Zeit. Und glaubt, und das steht auch in der Gegenwartsform, an das Evangelium. Also er sagt hier, es gibt zwei entscheidende Punkte. Gott gebietet dem Menschen, Buße zu tun, und zwar die ganze Zeit, und er gebietet ihm die ganze Zeit, das Evangelium zu glauben. Was heißt das Evangelium? Dass der Herr Jesus für mich elende Sünder gestorben ist, und wenn ich sein Opfer annehme, dass dann das Opfer zur Vollwirksamkeit kommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die zwei Dinge will Gott als Dauerzustand. Wisst ihr, und wenn ich jetzt mit den Leuten rede, dann kann es sein, man sagt zu mir, ich habe Buße getan, bevor ich mich bekehrt habe. Wenn ich jetzt aber den Leuten sage, Gott will eigentlich, dass du die ganze Zeit in einer Haltung der Buße bist, dann sage ich dir, wieso, ich habe da nichts Böses getan. Das ist der Fehler. Man glaubt, Buße hätte nur mit bösem Tun zu tun. Das stimmt aber. Es hat nicht nur mit dem zu tun, sondern mit was ganz anderem. Und zwar, Buße ist einfach, jetzt machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, Buße kann bedeuten, bei einem Mensch, der bekehrt ist, der wiedergeboren ist, der in keiner offenen Sünde lebt, der aber langsam im Denken abgewichen ist von Gott. Das kann man ja streiten, ob das schon, der Sünde schon anfängt. Auf jeden Fall, er ist in seinem Denken abgewichen. Und wer ist zum Beispiel abgewichen? Wer ist das Totalbeispiel, wie man Gott dienen kann und trotzdem abweichen? Johannes auf Patmos. Da sagt er mir was ganz Einfaches. Der Herr Jesus redet ihn an. Und was hat er für eine Haltung? Er streckt dem Herrn Jesus den Rücken zu. Das heißt, er ist vor lauter Anfechtung, vor lauter Kampf, ist er innerlich so kaputt gewesen. Er hat nicht gegen Gott rebelliert, aber er hat einfach resigniert, hat sich weggedreht. Und als er Jesus anredet, dann dreht er sich um und dann sieht er plötzlich ihn und dann bricht er zusammen. Und dann kommt der Jesus in seiner Gnade, legt die Hand auf seinen Kopf und sagt, fürchte dich nicht. Das ist das typische Beispiel, wo man ohne zu sündigen Buße tun muss. Wisst ihr, von daher ist Buße was ganz, 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 ganz Wichtiges. Und ich möchte das betonen gleich am Anfang. Es steht sowohl Buße als auch Glaube immer im Dauerzustand. Das heißt, Gott will das immer. Das heißt, er will immer, dass wir uns mit seinem Denker gleichschalten. Ich füge zwar sein, was gerade auf dem Zettel steht, aber ich denke, das ist bekannt, Hebräer 4,12, wo es heißt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das Geist und Seele trennt. Wisst ihr, das ist ja der Grund, warum ich die Bibel lese. Ich habe mal versucht, eigentlich ist es ein dummes Unterfangen und es ist auch gescheitert. Ich habe versucht rauszukriegen, wie oft ich die Bibel gelesen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach alle Bibeln, wo ich durchgelesen habe, habe ich zusammengezählt. Und dann habe ich gemerkt, das stimmt nicht ganz, das stimmt nicht, da hast du eine vergessen. Und ich habe es nicht richtig zusammengekriegt. Aber ich lese ja die Bibel nicht, dass ich nachher sagen kann, ja, in meinem Leben habe ich 100 Mal die Bibel gelesen, sondern es ist was ganz anderes. Ich lese ja die Bibel aus einem ganz anderen Grund. Ich lese die Bibel, dass Hebräer 4, Vers 12 geschieht. Das heißt, dass das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes vom Herr Jesus durch den Heiligen Geist lebendig gemacht, das wirklich lebendig ist, bei mir Geist und Seele scheidet. Das heißt, dass der Jesus mir zeigt, wo musst du, obwohl dir jetzt keine bewusste Sünde im Kopf vorliegt, in deiner Vorstellung, du bist überhaupt nichts bewusst, wo muss ich Buße tun? Das heißt, wo muss ich mein Denken wieder mit Gott gleichschalten? Wir werden nachher sehen, dass Buße ein bisschen was anderes ist, als man allgemein denkt. Buße ist ein bisschen anders. Da geht es in eine andere Richtung. Ich muss es also gleichschalten. Das ist ein Dauerzustand. Wenn ich das nicht tue, dann passiert halt etwas, dass ich langsam aber sicher abgleite.
Weißt du, wo man das zum Beispiel sehen kann, das ist ein Unterschied, wo man über offene Sünde Buße tun muss, wo man auch Buße tun muss, nur über Haltungen, das sieht man in den 7-Cent-Schreiben. Wenn man die genau untersucht, dann sieht man, wo Reformbedürftigkeit ist. Und bei manchem, weißt du, da denkst du dir ja nichts, aber das ist kein Maßstab. In 1. Korinther 4 sagt der Paulus, ich bin mir nichts bewusst, aber darum bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr muss mich beurteilen. Das heißt, mein Verständnis, also was ich jetzt so empfinde, ob ich Buße nötig habe, gilt nicht. Das ist der wichtigste Punkt. Es gilt einfach nicht. Weil der Herr muss es mir zeigen. Ja, wie kann es mir zeigen? In der Regel, wenn du dein Herz ihm öffnest, in absoluter Ehrlichkeit, ehrlich betest, ehrliches Herz hast und so die Heilige Schrift liest, dann kommt das zweischneidige Schwert. Das ist auch der Grund, wenn ich Leute habe, die weggedriftet sind, die irgendwo nicht mehr klar steht, ich brauche die nur fragen, wie ich es mit der Bibel lese. Da kommt immer die gleiche Aussage. Ah, es sagt mir jetzt gerade nichts und überhaupt, ich tue gerade Bremse und sie steht so prickelnd. Wisst ihr, dann kommt das. Aber ich lese die Bibel nur aus einem Grund. Dass er zu mir redet. Das ist der ganze Grund. Wisst ihr, wenn er zu mir redet, durch dieses zweischneidige Schwert und mir zeigt, Moment mal, hier bist du abgewichen, was muss ich dann tun? Buße. Was ist Buße? Ich muss einfach mich wieder mit Gott gleichschalten. Das heißt, das ist so ein einfacher Vorgang. Es heißt ganz einfach, ich sage innerlich dem Herr gegenüber, du hast recht. Das ist Buße. Ich sage, du hast recht. Ich bin viel schlechter wie der Paulus, viel weniger wie der Paulus. Und wenn der Paulus schon sich nicht selber beurteilen konnte, dann kann ich es auch nicht. Also musst du mich beurteilen. Wenn du mir jetzt durch die Schrift vermittels des Heiligen Geistes sagst, hier musst du ändern, hier bist du nicht mehr auf der richtigen Spur, dann gebe ich dir recht. Und jetzt tue ich es auch noch. Das ist Buße. Nehme ich den entscheidenden Punkt, damit es tut. Ich habe es vorhin noch mal versucht zu formulieren. Frei erklärt würde das heißen, Buße ist eine Änderung der Gesinnung oder der Einstellung. Und zwar in der Weise, dass ein Mensch dem, was Gott sagt, jetzt sind wir beim Wort Gottes, uneingeschränkt zustimmt und seine eigene Meinung opfert. Wisst ihr, wenn ich mit Leuten rede, geistlich, dann sage ich oft, ich denke, ich meine und überhaupt nicht sage, Entschuldigung, was wir zwei denken oder meinen, gilt nicht. Er gilt bloß, was er sagt. Also das ist hier genau gemeint. Ich opfere meine Meinung und sage, du hast in allem recht. Das heißt, er schält praktisch seine Einstellung, sein Denken, seine Gedanken mit dem, was Gott sagt, mit seinen Erweisungen, mit dem schält er es gleich, auch mit den Aussagen von der Heiligen Schrift. Wisst ihr, es ist ja lustig und trotzdem eine Katastrophe. Bibelübersetzer sind Menschen. Es steht in der Bibel klipp und klar, der Mensch ist Vieh. Geht die Übersetzer halt her und man hat eine Klammer davor und sage, dass er wie Vieh ist. Wisst ihr, da kommt der Humanismus, da kommt der Mensch. Ich kann doch jetzt nicht einfach sagen, der Mensch ist Vieh. Ja, Entschuldigung, sagt Gott, es gibt noch mehr solche Aussagen, wo dann die Bibelübersetzer hingehen und die Aussage schön machen, dass sie fromm klingt. Wisst ihr, muss ich sagen, Entschuldigung, Gott meint das so. Wenn du Gott sagt, du bist Vieh, dann bist du Vieh. Du bist nicht wie Vieh, dann bist du Vieh. Wisst ihr, das ist ja brutal. Aber ich halt so. Also ich schalte es einfach gleich. Ich sage, Gott, du hast recht. Und wenn er sagt, es ist kein Gerechter auf dieser Erde, keiner, der Gutes tut, sie sind alle abgewichen, alle Menschen sind Lügner, dann muss ich sagen, du hast recht. Aber als Gläubiger muss ich sagen, du hast recht. Wisst ihr, ich bin auch so ein Typ, wo sagt, ich lüge niemanden. Stimmt auch. Jetzt muss ich es einschränken. Ich lüge niemand willentlich an. Aber ich habe Sündenatur. Mir ist schon aufgefallen, im Geschäft vor allem war das, ich habe überhaupt nachgedacht. Ich sage blitzschnell etwas, ohne Hintergründe. Ich habe keinen Vorteil, keinen Nachteil davon. Ich sage blitzschnell was. Und als es raus ist, bin ich zusammengezuckt. Und sage, Entschuldigung, es war nicht ganz sauber. Du hast gelogen eigentlich.
Weil ich habe dann Buße getan vor dem Herrn. Aber jetzt, wo kommt das her? Ich habe doch der Heilige Geist, ich bin doch Gottes Kind. Es kommt von meiner Sündenatur. Und es kommt, weil ich nicht immer 100% im Heiligen Geist wandle, sonst würde ich das nicht tun. Also kann sein, dass einfach was passiert. Und aus dem Grund hat Gott ja recht, wenn er sagt, alle Menschen sind Lügner. In ihrer Sündenatur sind sie alle Lügner. Es wunderst du dich, dass die Politiker lügen, dass die Zeitungen lügen, dass die Frommen lügen, dass alle lügen. Du sagst schon normal. Was viel unnormaler ist, wenn du als Bibelleser glaubst, dass die Wahrheit sagen. Das wäre schlimm. Wenn du das nämlich gar glaubst, dass die alle ehrlich sind. Es geht ja gar nicht. Jemand, der Heilige Geist nicht hat, nicht wieder geboren ist, der ist ein potenzieller Lügner. Das ist einfach so. Wisst ihr, und auch der Wiedergeborene muss hier aufpassen, der Sündenatur. Und was muss ich tun, dass ich hier nicht überrollt werde, dass das sauber geht? Ich muss laufend Buße tun. Dauernd Buße tun. Ich habe heute Mail geschrieben, um meinem Bruder was zu erklären, wo er vielleicht falsch verstanden hatte. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Das darf ich gar nicht laut sagen. Ich habe gedacht, wo ich es fertig hatte, jawohl, das stimmt. Dann habe ich gedacht, eigentlich müsste jetzt meine Frau es lesen und sagen, ob es stimmt. Ja, verrückt, oder? Ich war mir vollkommen bewusst, du hast keine Unwahrheit gesagt. Ja, aber ob die Formulierung so ist, dass sie ganz, ganz korrekt ist, wisst ihr, ich traue mir selber nicht. Das kommt von der Sündenatur. Und wenn ich mir nicht traue, muss ich meine innere Natur dauernd mit Gottes Wort gleichschalten. Und wie geht es? Indem ich vom Wort Gottes mein Herz und Herr Jesus öffne und er mit dem Schwert des Geistes bei mir schön sortiert, sage ich mal. Und mir das ganz klar zeigt. Und wenn er mir das ganz klar zeigt, dann bedeutet Buße, dass ich es ändere. Dann muss ich es tun. Das ist nämlich das Nächste. Ich stimme uneingeschränkt zu, und zwar in dem Sinn, dass das, was ein Mensch erkennt und dem er auch zustimmt, dass er es dann auch tut. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich habe bei mir geistlich schon festgestellt, dass ich oft zugestimmt habe. Jawohl, so ist es. Und dann kam es, ja, jetzt muss es tun. Naja, jetzt kann man ein bisschen warten. Wieso kennt ihr das? Das ist der Mensch. Und aus dem Grund sagt Gott, du musst dauernd präsensaktiv in der Gegenwartsform, du musst dauernd Buße tun, du musst präsensaktiv dauernd glauben. Dann läuft es. Ja, ja. Der edle Gläubige, den gibt's halt nicht. Seht ihr? Das Problem. Aber jetzt gehen wir weiter. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Markus 1, 15, die müsst ihr euch merken, die Stelle. Gott will, dass man Buße tut und glaubt und macht euch ein Häkchen hin, dass das präsensaktiv ist. Das ist ein Dauerzustand. Und jetzt, wenn man mit Ungläubigen redet, Paulus redet jetzt mit Ungläubigen, was muss ich denen sagen? Muss ich denen sagen, die Evolution stimmt nicht und das stimmt nicht und jenes stimmt nicht? Biblisch ganz einfach. Apostelgeschichte 26, 18. Paulus erklärt vorher, dass er von Gott den Auftrag hat, zu den Heiden, zu den Nichtjuden zu gehen und ihnen etwas zu predigen. Jetzt erklärt er es. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Dann Vers 20. Sondern ich verkündige zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, also allen. Sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Wollt ihr das? Wisst ihr, Bekehrung heißt doch nicht, dass ich einfach zu meinem Jesus gehe und mir hat jetzt eine junge Frau gesagt, das hat mich erschüttert, praktisch, ich gehe zu meinem Jesus, nehme die Erlösung an, dass er mich rettet und dann lebe ich weiter wie bisher. Jetzt hat mir wörtlich gesagt, ich werde es umkauen. Jetzt hat mir wörtlich gesagt, aber die war ehrlich und aus dem Grund ist sie auch rausgekommen, die hat wörtlich gesagt, kein Gläubiger hat ihre gesagt, als sie sich bekehrt hat, dass sie mit den Sünden aufhören muss. Dass sie nicht keine Partys mehr feiern soll und die ganze Sache und das, was sie da getan hat, also wo sie in Sünde gelebt hat, dass sie das aufgeben soll. Hat ihr keiner gesagt. Ich frage mich mal, was ist das für ein Evangelium? Wisst ihr, ich muss die Leute doch sagen, das erwarte ich vom Evangelist, dass er ihnen klipp und klar sagt, was das für einen Preis hat.
Und wenn der andere den Preis nicht bezahlen will, dann ist es nicht mein Problem. Ich bin nur der Ehrlichkeit verpflichtet, dass ich es ihm sage. Wenn er dann aus dem Grund, weil ihm der Preis zu hoch ist, sich nicht bekehrt, das ist dann halt so. Muss man ganz klar sagen. Wisst ihr, und Paulus geht hier ganz einfach vor. Jetzt drehe ich es mal von hinten her auf. Er sagt zuerst, sie sollen Buße tun und sich zu Gott bekehren. Und er sagt, das passiert, Vers 18, unter anderem, mit dem die Augen geöffnet werden. Wisst ihr, der Heilige Geist, ihr kennt ja Johannes 16, 7 bis 14. Der Heilige Geist überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, der Heilige Geist wirkt im Herzen durch die Verkündigung unter anderem. Und zwar, das ist ja auch der Auftrag von Paulus, so zu predigen, dass das passiert, dass sie plötzlich einsehen, sie haben jetzt geöffnete Augen über Sünde, dass sie verloren sind, dass sie voll Dreck sind, voll Sünde, über Gerechtigkeit, dass Gott sie gerecht richten wird und dass sie eine gewisse Angst vor dem lebendigen Gott kriegen. Und das Dritte, Gericht. Das sehen sie. Dann das Nächste führt dir der Heilige Geist ins Wort Gottes hinein. Und zwar, er zeigt dann, und das ist der Höhepunkt, Jesus. Der Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Er zeigt ihm dann, Jesus, der rettet dich. Wisst ihr, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und Buße heißt eigentlich nur, dass man Gott zustimmt. Ich habe die Geschichte schon, was ich wie oft erzählt. Ich erzähle sie nochmals, weil es die Geschichte ist für Buße. Und zwar will ich da noch halber verwandt bei der Ecke. Oberhülber, da ist schon wieder ein Busch seine Mutter her, und der Dettinger an der Arms. Der Pfarrer von Dettinger sagt zu jemand, du bist ein Sünder. Sagt die Frau, nein, Sünder sind die von Hülber. Sagt er, nimm das Neue Testament und lies. Sie liest Römerbrief, sagt, lies den Römerbrief. Sie liest den Römerbrief, keiner ist gerecht. Trefft sich wieder, sagt sie. Ja, ja, das ist für die Hülber nur geschrieben, das ist doch gar keine Frage. Pfarrer sagt zu ihr, lies nochmals. Sie liest nochmals. Ja, sagt sie dann, der Heilige Geist hat schon begonnen zu arbeiten, es ist für die Hülbener und für die Dettinger geschrieben. Sagt er, lies nochmal. Sie liest nochmal. Dann kommt sie wieder und sagt, es ist für mich geschrieben. Ich bin ein Sünder. Wieso? Jetzt ist Buße. Das ist Buße. Einfach Gott zustimmen, ist Buße. Und jetzt, wenn man jetzt demjenigen sagt, guck, der Herr Jesus hat alles für dich getan, jetzt nimm es im Glauben an, dann kommt es zur Wiedergeburt. Wenn aber der erste Teil nicht da ist, der Heilige Geist überführt immer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist immer nur eine Reaktion meinerseits. Das entscheidet, tut Gott, er rettet mich und er überführt mich auch. Aber Buße tun, zustimmen, den muss ich selber. Darum sagt er, ich gebiete dir, Buße zu tun. In dem Moment, wie die Frau zugegeben hat und eingesehen hat, dass sie ein Sünder ist, konnte sie gerettet werden. Das ist das Thema der Verkündigung. Darum muss man eigentlich auch in der Evangelisation mosaisches Gesetz predigen und den Leuten zeigen, dass sie letztendlich unter dem Todesurteil Gottes sind. Und Paulus geht dann weiter und sagt, es geht nämlich darum, dass ihr unter der Herrschaft der Finsternis seid, und da müsst ihr raus. Und durch Buße kommt man aus der Herrschaft der Finsternis raus, weil man entzieht sich den Gedanken Gottes. Nicht mehr, sondern man liefert sich den Gedanken Gottes aus, das ist Buße. Hat dann als Folge, dass man den Gedanken des Teufels nicht mehr glaubt. Wisst ihr? Und der Teufel redet jedem Mal erst recht. Wisst ihr, mein Nachbar hat zu mir gesagt, ganz einfach, zu Deutsch, ja, er hat es umschrieben, bist du besser wie ich? Hast du einen anderen Gott wie ich? Ich sage den Leuten manchmal, ich bin wahrscheinlich schlechter wie ihr. Aber es nützt nichts. Wir sind alle gleich verloren, wenn ihr Jesus nicht findet, seid ihr erledigt. Und wenn jetzt das der Heilige Geist ein Zeugnis oder das Wort Gottes lebendig macht, auch in der Verkündigung, in der Evangelisation oder auch in der normalen Verkündigung, dann passiert etwas. Dann wird der Mensch vor die Frage gestellt. Glaubst du, was Gott sagt oder glaubst du es nicht? Das ist die Frage der Buße, ist immer. Glaubst du, was Gott sagt oder glaubst du nicht? Sagt er, ja, ich glaub's, dann hat er schon Buße getan. Wir haben eine ganz falsche Vorstellung von Buße. Wir glauben, Buße ist es erst, wenn ich alles in Ordnung bringe und ganz radikal vorgehe. Es ist bereits Buße, wenn ich Gott zustimme. Buße ist immer nur Gott zustimmen. Von daher hat der Katholizismus diesen Begriff, auch der Büßer, das Büßergewand, verderbt. Also Buße ist bereits abgeschlossen, wenn ich Gott zustimme.
wenn das richtig geschehen ist, dann bringt diese Buße Früchte, so wie der Paulus sagt, dann bringt sie Früchte, indem ich nämlich dann handle. Wenn ich wirklich Buße getan habe, wirklich Gott glaube und ihm Recht gebe, dann tue ich es auch. Das ist das Kriterium. Und wenn dir jemand erzählt, er hat Buße getan, musst du nur fragen, hast du getan? Wenn er sagt, ja, dann ist passiert. Wenn er sagt, nein, dann ist keine Buße. Dann ist es stecken geblieben. Das ist ein Riesenproblem. Aber hier zeigt der Paulus eigentlich klipp und klar, wie man sich bekehrt. Er sagt, du musst aus dem Herrschaftsgebiet Satans raus. Das geht, wenn du Gott glaubst. Du wirst dann Vergebung der Sünde empfangen und dann kriegst du ein Erbteil. Das alles geschieht durch Glaube. So wirst du gerettet, so wirst du geheiligt, so empfängst du dein Erbe. Markus 1,15. Tut Buße und glaubt. Das ist das Programm durch die ganze Bibel. Anders geht's nicht. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal, das möchte ich doch unbedingt lesen, das Apostelgeschichte 17,30, weil das ist ganz zentral. Da sagt die Bibel, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Wenn dich jemand fragt, ja, was will denn Gott überhaupt? Was ist der Wille Gottes? Kannst du ohne irgends geringste falsch zu sagen, jedem antworten, Gott will Buße. Gott will Buße und Glaube, die zwei Sachen will er. Und dann vereinfacht sich das Ganze. Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. In dem Matthäus 3, Vers 8, da sagt nämlich der Jesus, da kommen wir das nächste Mal dazu, aber ich ziehe es mal vor. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Das ist das, was der Paulus auch sagt. Bringt Werke, die der Buße würdig sind, oder Früchte, oder Haltung, oder Tun. Einfach rundum, es muss der Buße würdig sein. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum Punkt. Da war ich ein junger Gläubiger und habe es alles nicht richtig verstanden, weil ich keine Bibellehrer hatte, die mir das erklärt haben. Ich habe selber Bibel gelesen und war einfach, kam mit aus der Welt, aus der Sünde und hatte einfach keine Vorstellung. Und ich hatte die traditionelle Vorstellung von Buße. Und dann waren wir zusammen, da war dann der alte Konzella. Konzella war einer der frommen Männer von Tailfingen. Und der Konzella war für uns junge Bursche, den haben wir irgendwo verehrt. Warum, weiß ich auch nicht, aber irgendwer hat auf uns gewirkt. Und er hatte eine Art, die war seltsam. Eine seltsame Art. Also er hat auch Dinge gesagt, was kein anderer gesagt hat. Also der Julius Konzelmann und der Konzella und vielleicht noch der Christian, der Organist, das waren so die drei Männer, die haben auf uns gewirkt. Und dann sagt der Konzella in einer Gebetsstunde, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe gedacht, ja, was schwätzt der raus? Buße ist ein fröhliches Geschäft. Na, ich denke, Buße ist doch kein fröhliches Geschäft. Buße ist furchtbar. Wisst ihr, warum ich das gesagt habe? Nachdem ich Buße getan hatte, und ich habe es gar nicht gemerkt, dass das von Gott her eigentlich jetzt ein anderer Abschnitt meines Lebens war, mein Leben nämlich in Ordnung zu bringen, habe ich gerade mein Leben in Ordnung gebracht. Ich musste viel in Ordnung bringen. Ich musste mich bei Leuten entschuldigen. Ich habe Briefe geschrieben, ich weiß nicht, was ich alles getan habe. Meine Frau hat einmal zu mir gesagt, oh, das hatte ich alles. Und dann sage ich, ja, das ist ja klar, du warst schon ein braves Mädchen. Und ich war, in Tailfingen würde man sagen, Lumperhund. Ich habe nichts getan, was recht war. Wir haben an der Schule die Glockenseiler durchgeschnitten und lauter solche Scherze. Wir haben Autos gefahren ohne Bremse, nur mit der Handbremse, muss man sich vorstellen. Links rot lackiert, rechts gelb. Wir haben das Auto dann ohne Erlaubnis am Schutt, einfach den Schutt runtergelassen. Wir haben lauter so Zeugs getan. Wir haben den Hausmeister, der uns erwischt hat vor der Schule, haben einfach über den Haufen gerannt. Ich habe zwar nichts getan, aber ich habe Schmiere gestanden. Und dann kam Gott, nachdem ich Buße getan hatte, nachdem ich im Glauben der Herr Jesus als Retter angenommen hatte, ich hatte Heilsgewissheit, ich war Gotteskind, ich war gerettet, hat Gott mir gesagt, und zwar das war, dass ich ein Zeugnis sein durfte, und zwar hat nicht gesagt alles, er hat es rausgesucht. Der Heilige Geist hat mir genau rausgesucht, was ich wo tun muss. Und dann habe ich das in Ordnung gebracht. Und bei dem Hausmeister, der war weit, weit weg von meinen Eltern. Der hat mich gut gekannt. Da habe ich mich geniert. Da habe ich Angst gehabt. Da wollte ich es nicht in Ordnung bringen. Und dann hat Gott was gemacht. Ich kann das nur erklären. Ich hatte eine Vision. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine falsche Vision. Wir waren wandern als Gläubige. Und dann kommt plötzlich ein Mann, 400-500 Meter weg, also ziemlich weit weg, kommt auf uns zu. Und ich sehe den Mann und in mich schießt das rein, das ist der Hausmeister.
Und ich habe zittert und da habe ich zu Gott gesagt, jetzt bringe ich es in Ordnung. Und als er da war, welche Überraschung, er war es gar nicht. Das hat Gott einfach so gemacht, dass er mir halt praktisch der Eindruck vermittelt, der ist, aber er war es gar nicht. Und da bin ich zu ihm hin, auch klingelt, ich sehe mich nur heute, wie ich da stehe, klingelt und habe gesagt, ich muss mich entschuldigen, damals, als man ihn umgerannt hat und er den Armbruch hat, da bin ich dabei gesagt, ja, schmierig gestanden. Und hat der gelacht, hat gesagt, ah, Kerle. Der war dann sehr, sehr freundlich. Gell? Und so ist mir fast bei allem gegangen. Und das hatte ich gerade hinter mir. Und jetzt kommt der Mann und sagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Dabei war das gar nicht Buße, was ich hier erlebt habe, sondern das war die Früchte der Buße. Wisst ihr, das ist ein Unterschied. Eigentlich musst du sagen, Buße ist ein fröhliches Geschäft, weil du mit Gott in Ordnung kommst, weil du der Herr Jesus bekommst, weil du mit ihm wieder völlig in Ordnung bist. Es kann dann sein, die Früchte dieser Buße können bitter sein, weil du dich entschuldigen musst, weil du Dinge in Ordnung bringen musst. Wisst ihr, ich habe zum Beispiel mit meinem Arbeitgeber, das ist, macht ja jeder, ich habe doch das nicht zahlt, wenn ich da was kopiert habe. Ich habe doch nicht zahlt, wenn ich irgendein Gummi oder irgendwas mitgenommen habe. Und dann plötzlich war es klar, du musst dich jetzt als Gläubiger zeigen. Und zwar deutlich. Oh, dann kam eine schlimme Phase. Wie macht man das? Dann bin ich hingegangen und habe einen Brief geschrieben an die Leute, wo die Materialien der Bank verwalten. Und habe geschrieben, so und so, ich bin jetzt zum Glauben gekommen. Ich habe jahrelang als Angestellter gekopiert. Ich habe Gummis geklaut. Ich habe das gemacht. Ich habe jedes Tag... Ich habe gesagt, ich habe keine Vorstellung, was das für ein Preis ist. Das war damals ein Haufen Geld. Ich habe gesagt, ich schätze 200 D-Mark. Das habe ich geschätzt. Dann habe ich einen Scheck mit 200 D-Mark reingeschickt, habe es denen zukommen lassen in Stuttgart und siehe da, die haben gesagt, okay, ist okay. Die haben gar nicht gesagt, ist was Besonderes. Die haben gesagt, ist in Ordnung, dass ich meine Schulden bezahle. Und das ist Buße. Das ist einfach Buße. Und das, was hier jetzt passiert ist, das ist die Frucht der Buße. Und von daher hat der Konzella ja recht gehabt, Buße ist ein fröhliches Geschäft, da kommst du mit Jesus in Ordnung. Wenn er jetzt gesagt hätte, aber die Frucht der Buße kann sein, dass dir so ein bisschen nahe geht. Ja. Das ist möglich. Also, und der Jesus sagt klipp und klar, bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Beziehungsweise, gell, ich muss dazu sagen, das ist jetzt der Täufer, wo das predigt hat, gell, nicht der Jesus. Der Jesus hat ja klipp und klar in Markus 1,15 gesagt, tut Buße und glaubt. Und der Johannes, der war viel schärfer, der hat dann auch darauf hingewiesen, er nennt ja auch die Frommen, die kommen, nennt er Otterngezücht und schimpft sie aus. Und der sagt klipp und klar, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Gell, der Jesus hat klipp und klar gesagt, ihr müsst im Dauerzustand sein, Buße plus Glaube, beides. Und der Johannes der Täufer macht praktisch das Gleiche, und da sind wir ja noch drin, ist ein ganzer Wirken, das Gleiche wie der Paulus. Er sagt ihnen, Buße wird sich zeigen, dass sie echt ist an dem, was er tut. Und jetzt kommen wir natürlich zu denen Dingen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh, wunderbar, der hat sich bekehrt, jener hat sich bekehrt, dann bin ich eigentlich meistens der Spielverderber. Weil ich sage den Leuten meistens, ja, jetzt warten wir ein Weilchen. Jetzt warten wir einfach, was passiert. Wenn jemand wirklich Buße tut, dann siehst du, wie sein Leben sich verändert. Dann siehst du, dass das wirklich passiert ist. Du musst nur ein Weilchen warten. Passiert nichts, kannst du davon ausgehen, ist auch nichts passiert. Buße heißt immer, wenn ich meine Gesinnung ändere, sieht man es. Jetzt kommst du nicht auf den Charakter. Ich bin ein extremer Charakter. Meine Tochter hat mir heute wieder vorgeworfen und gesagt, alles, was du machst, übertreibst. Stimmt da, Fritz, ich bin bloß radikal und konsequent. Das was ich mache, mache ich nur richtig oder gar nicht. Also ich mache es gar nicht oder richtig. Und ich habe dann, wo ich Buße getan habe, dann habe ich wirklich auch übertrieben. Und das hat der Teufel ausgenutzt. Also man muss da auch barmherzig sein und sagen, es gibt keinen Maßstab. Jeder muss das mit Herrn Jesus selber ausmachen. Und der eine muss ganz radikal Dinge in Ordnung bringen, beim anderen verlangt es Gott gar nicht. Den muss man dann lassen. Ich kann jetzt nicht sagen, du bist nicht so geistlich wie ich, weil du das nicht gleich machst wie ich. Das ist ganz wichtig. Jeder klärt vor Gott, wo er Buße tun muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lukas 15, 7. Jetzt sagt die Bibel was Ungeheures. Jetzt kommt der Jesus und sagt es, er greift jetzt die Buße auf. Bis jetzt haben wir gehört, was der Johannes der Täufer gesagt hat. Eine zentrale Stelle vom Herr Jesus, Markus 1,15, jetzt greift es der Jesus auf und sagt,
Ich sage euch, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Jetzt sagt die Bibel, selbst im Himmel ist eine ungeheure Freude, wenn die sät. Und das ist uns oft nicht bewusst, dass wir Zuschauer haben aus der himmlischen Welt. Wir haben Zuschauer. Die Engel, und der Herr sieht sowieso alles. Und die Bibel sagt, wenn jemand wirklich Buße tut, das heißt, sich mit Gott gleichstellt und dann auch die Konsequenzen zieht und Dinge in Ordnung bringt oder einfach konsequent marschiert, dann ist im Himmel Freude. Das müsst ihr euch vorstellen, da ist ungeheure Freude im Himmel. Das heißt, ich kann machen, dass im Himmel Freude ist, gell, auf die Idee muss ich erst kommen. Ich kann machen, dass im Himmel wirklich Freude ist. Und natürlich, die Buße zielt da immer auf einen Punkt in Apostelgeschichte 3,19, jetzt nicht nur auf eine leichte Änderung der Gesinnung, sondern wo es wirklich hart geht. Jetzt wird gepredigt in Apostelgeschichte 3, ab 19. So tut nun Buße und bekehrt euch. Das Gleiche, was der Apostel sagt, der Apostel Paulus, das ist das Gleiche, was Johannes der Täufer sagt. Dass eure Sünden ausgetilgt werden. Nur wenn man Buße tut und sich bekehrt, werden die Sünden ausgetilgt. Damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er erklärt, dann wird der Herr Jesus hier wirklich in das Leben des Menschen eintreten. Wisst ihr, die Bibel ist eigentlich einfach, sie befiehlt es. Wisst ihr, das kann ich nicht sagen, das tut alles Gott. Stimmt nicht. Sondern Gott wirkt durch den Heiligen Geist in meinem Herzen. Das ist richtig. Er überführt mich von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er tritt mir nahe durch den Heiligen Geist. Aber Buße tun, das heißt reagiere auf das Wirken des Heiligen Geistes, muss ich. Und genauso fordert er von mir, dass ich dann im Glauben das annehme, was Gott über die Sache sagt. Das heißt, Gott hat alles getan, ein vollkommenes Opfer. Er wirkt durch den Heiligen Geist in meinem Herzen. Wenn ich dann ihm zustimme, dann muss ich auch im Glauben annehmen, was er über die Sache sagt. Und das ist eigentlich das Perfekte dann. Und das hört nicht auf, bis wir mal ins Grab oder in die Ewigkeit gehen. Er sagt zum Beispiel in Apostelgeschichte 8,22, der Petrus, über diesen Mensch, der hier der Heilige Geist mit Geld erkaufen will. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt. Man sagt ja, dass dieser Simon Magus dann später nach Rom gegangen sei und sich als Petrus ausgegeben hätte. Da gibt es wilde Theorien, wie auch der Katholizismus entstanden sei. Aber hier sagt Petrus zu ihm, so tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Er sagt also, das Ziel ist doch Buße, du stellst dich mit Gott gleich und dann wird Gott entscheiden, ob er dir das jetzt vergibt oder ob er dich zuerst in die Strafe gehen lässt und dir dann vergibt. Gell? Also da gibt es dann von Gott her die Entscheidung. Man muss das ganz nüchtern sehen. Der Schritt, der entscheidend ist, ist immer Buße. Wenn die nicht da ist, keine Chance. Zwei Stellen aus Gesendschreiben. Offenbarung 2, Vers 5. Und zwar wird es um die erste Liebe. Wisst ihr, die hat ja jetzt nicht gestohlen, gelogen oder sonst was getan. Jetzt sehen wir, dass Buße nicht nur mit Sünde zu tun hat, sondern Buße hat auch mit Einstellung und zwar ganz massiv zu tun. Da heißt ganz einfach in Vers 4, du hast deine erste Liebe verlassen. Da sagt der Jesus dir, du hast sie verlassen. Du bist jetzt nicht mehr so brennend für den Jesus, wie du warst. Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Also Gott gibt mir Gelegenheit, darüber nachzudenken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und tue Buße und tue die ersten Werke, und sagt er klipp und klar. Wenn du das nicht tust, dann wird er etwas tun. Das ist erschütternd. Dann rückt er den Leuchter einer Gemeinde hinweg. Das einzige Gefährliche. Es gibt für eine Gemeinde nichts Gefährlicher, als wenn der Jesus den Leuchter hinwegrückt. Weil, sag mal, wenn die Leute mit dir nicht einig sind und die Leute nicht mehr mitgehen wollen oder sonst was, das ist alles auch nicht schön, aber das ist nicht das Schlimmste. Sondern das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Gott einen Leuchter wegrückt. Das heißt, wenn du nicht mehr mit Gott gleichgeschaltet bist. Wenn Gott klipp und klar in der Schrift sagt, das und das darfst du nicht, mit dem und dem darfst du nicht zusammenarbeiten, diese Dinge sind nicht erlaubt und du machst trotzdem, um die Menschen zu gewinnen, um die zu behalten, das ist Emerging Church, das ist Gemeindewachstumsbewegung, du wirfst die Orgel raus, das erinnert die zu sehr als Fromme, du wirfst die Bekehrungspredigt raus, du wirfst alles raus und machst ihnen ein wunderbares
Umfeld mit Springbrunnen, schöner Musik und solche Dinge. Ich sag's mal hart. Diesen Leuchter stößt er um, ist noch Frage der Zeit. Weil du musst gehorsam sein und darfst nicht drum gucken, was die Leute sagen. Und hier sagt er, du hast die erste Liebe verlassen. So, jetzt musst du Buße tun und musst wieder die erste Werke tun. Merkt ihr etwas? Buße heißt tun. In dem Moment, wie du Buße tust, tust du wieder die erste Werke. Offenbarung 2,16. Wieder Ermahnung. Da sagt er sogar in Vers 14, er hat nur weniges gegen sie, dass ihr bestimmte Lehre lasset. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Er sagt, wenn du nicht Buße tust, dann wird das Wort Gottes mit dir Krieg führen. Das heißt, dann kommen diese von Gott angedrohte Strafe und das, was Gott sagen will, über dich. Das ist dann das Schwert des Geistes, das mich richtet. Wisst ihr? Und je mehr du Bibel liest, je weniger wirst du sagen können, ich habe es nicht gewusst, wir wissen es alle. Matthäus 9,13. Geh nun hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Dieser Gott will eigentlich bloß Buße. Das ist das, was er will. Und dann kommt der Rest automatisch. Jetzt sage ich was vielleicht gefährlich ist. Er will den Frommen nicht noch frömmer machen, wenn keine Buße notwendig ist. Ihr begreift. Er will aber jeden Gläubigen und Frommen, wenn er nicht klar geht in der Gesinnung, will er durch Buße auf die richtige Schiene bringen. Aber es geht nicht um einen Perfektionismus, immer noch heiliger zu werden, noch perfekter zu werden. Das ist nicht das Thema. Sondern es geht darum, mit Gott gleichgeschaltet zu sein. Wieso das heißt? Das kann sogar bedeuten, Buße zu tun, dass ich in manchen Punkten lockerer werde. Wie die Bibel zum Beispiel sagt, wenn es um die Speisevorschriften geht, wisst ihr, du kannst relativ leicht mit manchen Kreisen Streit kriegen wegen Blutwurst, wegen anderen Dinge. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, im Römer 14 sagt, du, der du hier streng bist, darfst den nicht richten, der locker ist. Und du, der du locker bist, darfst den, der streng ist, nicht verachten. Beides kann Buße sein. Es kann sein, dass Gott dem einen ganz einfach hier die Freiheit gibt, Dinge einfach zu essen. Wo der andere sagt, ich kann es nicht. Mir hat mein Bruder gesagt, ich habe schon mal erzählt, wenn der kommt, der ist so gesetzlich, dann setzt ihm gerade zum Trotz Schwarzwurst vor. Und er hat gesagt, gerade das machst du nicht. Der hat gesagt, dann setze ich Schwarzwurst vor. Und ich denke, ganz gefährlich wird es für den, der kommt, wenn er sie nur mag, dann wird es ganz gefährlich. Weil dann, wenn er sie isst, versündigt er sich. Also es... Aber der kein schlechtes Gewissen hat, der kann sie essen. Das muss klar sein. Meine Frau zum Beispiel mag Schwarzwurst, isst sie. Gell? Kein Problem. Ich nicht. Doch seltsam. Oh. Ist verrückt, gell? Aber so ist es. Gehen wir nochmal zu den Sendschreiben. Weitere Stelle. Wir haben jetzt die ersten zwei gesehen. Das eingeschoben jetzt. Offenbarung 2,21. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt der Buße. Das ist ganz wichtig. Und ich gab ihr, einer Verführerin, das müssen wir jetzt mal nüchtern sehen, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun, von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Jetzt sagt er, Gott gibt jedem, selbst dem größten Verführer, gibt er Zeit, in sich zu gehen. Aber wenn er das nicht tut, sagt er, werfe ich sie auf ein Krankenbett. Dann lässt er denjenigen krank werden, lässt sie vielleicht sogar sterben, dann geht Gott hin. Was aber nicht heißt, wenn jemand krank ist, dass dann das vorliegt. Das ist nur ein Fall. Man kann auch krank werden aus Gnade. Da muss man es richtig verstehen. Aber da sagt die Bibel nochmal klipp und klar, dass er den Leuten auch Zeit gibt, Buße zu tun. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wenn ich jemand sage, an dem Punkt musst du Buße tun, dann darf ich nicht drängen. Weil Gott lässt den Leuten Zeit, das zu überlegen. Wisst ihr, Buße ist viel echter, wenn sich jemand wirklich überlegt, das vor Gott bewegt und vor Gott wirklich zur Überzeugung kommt, es ist so und es dann tut.
Als wenn er es nur Schande halber tut, weil ich sage, es taugt nichts. Sonst muss Überzeugung sein. Und Gott lässt da manchmal Zeit zum Denken. Offenbarung 3,3. Jetzt kommt eigentlich was ganz, ganz Interessantes. Da sagt er in Vers 2, es gibt Dinge, die stehen im Begriff zu sterben. Die sind bei mir noch gar nicht gestorben, die sind noch da, aber die sind im Begriff. Das heißt, ich bin in einer Abwärtsbewegung. Ich lasse nach, geistlich. Und jetzt sagt er, erstens werde wach und stärke das Gute, aber dann sagt er so, denke nun daran, wie du empfangen hast. Also manchmal musst du hingehen und dir überlegen, wie du dich bekehrt hast, wie du den Herr Jesus empfangen hast. Da musst du zum Anfang zurückgehen und bewahre es. Das heißt, gib es nicht auf. Das ist auch nichts anderes wie erste Liebe. Epheser Gemeinde, Offenbarung 2,4. Und tue Buße. Er sagt ganz klar, denk dran, wie es einst war, und jetzt tust du Buße. Sagt, sonst kommt der Herr wie ein Dieb über mich. Das ist ein wichtiger Punkt. Das sagt die Bibel ganz einfach. Du musst, also bei Buße ist wichtig, dass man A, Gott recht gibt, B, aber auch sich selber Zeit nimmt, weil Gott mir auch Zeit einräumt und drüber nachdenkt. Wisst ihr, das ist kein Kadavergehorsam Buße. Da haben wir es richtig verstehen. Buße ist immer Überzeugung. Buße ist nie Kadavergehorsam. Die gesetzlichen Leute haben Kadavergehorsam. Die machen aus Angst oder so, handeln sie einfach. Das ist eigentlich biblisch gesehen besser, wie wenn sie sündigen. Aber das Richtige wäre, Buße zu tun, das aus Überzeugung zu lassen. Drüber nachzudenken. Ja, da kommen wir dann ans Grenzgebiet. Und er merkt jetzt schon etwas, Buße ist etwas, das muss ich mit dem Herr Jesus selber regeln. Das kann ich nicht so billig machen. Manchmal musst du sagen, Herr, soll ich Buße tun, was soll ich tun? Ich will das tun, was du willst. Offenbarung 3,14. Da sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Laodicea. Wisst ihr, was bei Laodicea schlimmste ist? Man sagt immer, bei Laodicea ist schlimmste, dass sie lau sind, weder heiß noch kalt, und drum speit sie daher aus. Das ist der Zustand. Ja, was noch schlimmer ist, dass sie es nicht merken. Wisst ihr, das Schlimme ist, dass sie es nicht merken. Warum merken sie es nicht? Weil sie nicht Buße tun. Wird sie Buße tun, wird sie es merken. Sie merken es nicht, weil sie keine bußfertige Gesinnung hat. Weil sie nicht im Zustand der dauernden Buße, des dauernden Öffnen des Herzens dem Wort Gottes gegenüber, dem Herr Jesus gegenüber sind, sondern weil sie von sich selber überzeugt sind. Und jetzt sagt er, du brauchst Augensalbe. Das heißt, du musst erkennen. Er sagt, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Und damit sagt er klipp und klar, dann kommt eventuell von Gott her Züchtigung. Hebräer sagt klipp und klar, Züchtigung gefällt niemand. Und jetzt sagt er etwas, jetzt kommt der nächste Punkt. Also erstens, Buße muss Überzeugung sein. Bei Buße muss ich nachdenken. Ich muss mir klar sein, dass Gott mir eine bestimmte Zeit lässt, um hier echt zu werden. Jetzt kommt der nächste Punkt, wo er sagt, so sei nun eifrig. Und tu Buße. Das heißt, da muss man eifrig sein. Also ich muss eifrig sein, da muss ich Energie aufwenden. Wisst ihr, wenn ich merke, dass ich mich irgendwo versündigt habe, dann kann ich nicht hingehen. Typisches Beispiel. Ich lege jetzt auf dem Sofa und lese ein Buch, plötzlich wird mir klar, du hast dich versündigt. Dann kannst du nicht einfach das Buch auf den Bauch legen, die Augen zumachen und sagen, Herr Jesus, vergib mir. Es geht nicht. Das ist billig. Bei mir zumindest wirkt es so, dann lege ich das Buch weg, dann setze ich mich oder stehe, stelle mich Gott wirklich und sage, Herr, ich habe es erkannt, vergib mir. Das ist Buße. Ich gebe ihm recht, sage, du hast recht, so war es. Wisst ihr, da muss man eifrig sein, da muss man Energie aufwenden, das muss man ernst nehmen. Buße ist Ernsthaftigkeit. Drüber nachdenken, Gott wirklich recht geben. Und dann auch das lassen. Offenbarung 29. Jetzt kommen wir zu einem besonderen Gebiet, das uns betrifft. Das sind die Sünden der Endzeit. Hier bei 29 sagt er, die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, also laufen schon wirkliche Gerichte, wo Menschen sterben. Ich möchte nochmal eins betonen.
Oft sind die ganzen Kriege Gerichte Gottes. Der Humanismus sagt immer, man muss den Mensch vom Krieg bewahren. Das kann man gar nicht, weil Kriege kommen von Gott. Die Bibel sagt ganz klar, es gab viele Tote, weil der Krieg von Gott war. Steht im Alten Testament eindeutig. Und hier hat Gott bereits gerichtet, da wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Soll man sich mal vorstellen, Vers 18. Der dritte Teil der Menschen ist tot. Also Gott hat furchtbar gerichtet. Der Erste Weltkrieg war ein Gericht, der Zweite Weltkrieg ist ein Gericht. Und wir haben unsere Millionen abgetriebenen Kinder noch nicht bezahlt. Wir reden immer von den 6 Millionen Juden, die haben auch noch nicht bezahlt. Wir haben auch die Armenier noch nicht bezahlt. Wir haben die Hereros noch nicht bezahlt. Herero sagt man, es war bloß 80.000. Einer ist schon zu viel. Aber was viel schlimmer ist, wie das alles zusammen, sind die Millionen, es sind nämlich viel mehr Millionen Kinder, die im Mutterleib getötet werden, Abtreibung. Die haben wir noch nicht bezahlt. Wisst ihr, wenn Buße geschehen würde in diesem Volk, dann wird das Volk aufstehen und wird sagen, aus, wir wollen das nicht mehr. Und jetzt sagt er, die übrigen Menschen, obwohl hier schon ein Drittel stirbt, ein Drittel ist ungeheuer. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße. Er sagt klipp und klar, obwohl Gott so hart wirkt, ist in der Endzeit eine Haltung der Masse der Menschen, die nicht Buße tun will. Sie will Gott nicht recht geben. Darum verbannt man zum Beispiel Gott aus den Parlamenten, aus den Verfassungen, aus allem, wird alles rausgeschmissen. Aus der Schule, man will Gott nicht mehr, wenn man nicht Buße tun will. Jetzt erklärt er, sie taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, und jetzt kommt das Furchtbare, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber und Erz, Stein, Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Das heißt, er sagt praktisch, sie betet die Dämonen an. Das muss ich mal vorstellen. Wenn jemand nicht Buße tut und hier in der Endzeit, dann beginnen die Leute den Dämonen zu dienen. Sag es einmal deinem Nachbar. Wenn er sagt, auf der Welt Gott ist aber schlimm zu, sagt, ja, steht der Bibel. Die Leute werden beginnen, den Dämonen zu dienen. Dann erklärt er dich für verrückt, ist ja klar. Aber es ist so. Offenbarung 3, 1 bis, glaube 9, zeigt der Endzeitmensch. Und das genau ist das, was hier passiert. Der wird durch die Medien geschaffen, durch die Gottlosigkeit, durch die Gesetzlosigkeit, durch das, dass die Obrigkeit nicht mehr diese Gesetze zum Schutz der göttlichen Ordnung erlaubt, sondern wegtut, doch das alles geschieht ist. Jetzt erklärt er etwas. Er sagt, A, sie wendet sich die Finsternismächte zu und B, sie taten nicht Buße. Weder über ihre Mordtaten, Abtreibung, noch über ihre Zaubereien, Okkultismus in jeder Form, Horoskope, zum Pendler zu gehen, Aberglaube, da gehört alles dazu. Noch über ihre Unzucht, Unzucht heißt Paranoia, über ihre sittliche Verderbnis, noch über ihre Diebereien. Wir sind der Volk von Huren und Dieben. Du findest kaum noch einen, der nicht betrügt. Und da ist halt der Unterschied zwischen dem, der Gott dient, dem nicht dient. Meine Frau macht was. Also da bin ich, an dem Punkt bin ich großzügig. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe was, kriege einen Zettel. Und dann fragt mich die Dame, ob ich einen Zettel will. Sagen, nein, ich will keinen Zettel. Meine Frau sagt, ich will den Zettel. Sie besteht auf den Zettel. Ich warte dann immer im Auto. Sie kommt nicht. Kommt sie lang nicht, weiß ich, was passiert ist. Sie macht nämlich Folgendes. Sie kontrolliert den Zettel ganz genau. Aber nicht nur, um zu reklamieren, wenn man ihre zu viel berechnet hat, sondern auch, wenn man ihre zu wenig berechnet hat. Dann kommt sie zu mir und sagt, wie viel haben wir solche Dinge da gekauft? Dann sage ich, zwei. Sagt sie, bloß eines berechnen. Dann geht sie in die Kasse und sagt, sie müsste eines nachberechnen. Wieso? Und das ist heute unnormal. Für einen Gläubigen ist das normal. Ein Gläubiger ist ehrlich. Wenn der Gläubiger nicht ehrlich ist und nicht aufrichtig und alles sauber macht, ja, wer dann? Von wem erwartest du denn noch? Wieso? Und der sagt klipp und klar, die vier Sünden der Endzeit ist Mord. Also man bringt die Leute um. Wieso? Und wer Kinder umbringt, der braucht nicht erschrecken. Ich bin auch alt. Oder ich älter, so muss man sagen. Wer Kinder umbringt, der bringt auch Alte um. Ist nur Frage der Zeit. Okkultismus nimmt überhand. Überall. Auch in der Medizin, überall.
wenn du mit denen redest, teilweise sagst, warum macht ihr das? Ihr seid doch gescheite Leute, ihr wisst doch, dass es Aberglaube ist. Hat die Leute wollen das. Sich vorstellen. Einmal so Physiotherapeuten hat zu mir gesagt, du musst halt dran glauben. Der hat halt dran glaubt, der zeigt Macht wegen den Leuten. Unzucht, also die sittliche Verderbnis, ich wage das zu behaupten, Sodom und Gomorra war harmlos gegenüber uns. Entschuldigung. Sodom und Gomorra, wo du hinguckst. Und Dieberei, Unehrlichkeit auf alle Ebenen. Jetzt sagt die Bibel, das sind die vier Grundsünde der Endzeit und diese vier Grundsünde sind es, wo sie dem Teufel und den Dämonen dienen. Man sagt, wenn da nicht jemand Buße tut, dann kommen die Gerichte übrigens, obwohl schon ein Drittel tot ist. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn Gott sagt, Gott gebietet praktisch allen Menschen, das heißt Gläubige wie Ungläubige, allen, überall, an jeder Stelle Buße zu tun, dann muss ich die ganze Zeit vor Gott mich mit ihm gleichschalten, diese Dinge alle aus meinem Leben rauswerfen. Aus. Versteht ihr? Das ist ein Dauerzustand. Das ist nichts, wenn ich es heute gemacht habe, morgen muss ich es wieder machen. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein Problem. Offenbarung 16, 9. Buße hat nämlich Wirkungen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie lästerten. Das erste Mal hat sie nicht Buße getan, jetzt lästert sie schon. Sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Jetzt kommt Verhärtung. Jetzt kommt Verstockung. Wenn man nicht Buße tut, dann wird man verstockt. Wisst ihr, was Verstockung ist? Schlimmste, was es gibt. Verstockung bedeutet, dass Gott mich laufen lässt und nicht mehr zu mir redet. Und dann ist er aus. Jetzt kommt die Stelle, mir ging es jetzt darum, das allgemein darzustellen, aber jetzt kommt die Stelle für uns Gläubige. 2. Timotheus 2, 24. Die wichtigste Stelle im Umgang mit Problemen in der Gemeinde, im Umgang mit Menschen, die sich verirrt haben. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Das ist nicht einfach. Wisst ihr, die Bibel befiehlt praktisch den Gläubigen, den Knechten Gottes, dass sie Bosheit ertragen sollen. Geduldig. Ich muss Bosheit ertragen. Das heißt, wenn jemand böse ist und stichelt und giftig ist und auch dich reizt, musst du es ertragen. Und er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit, sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Wisst ihr, es ist für mich das Erschütterndste, wenn ich mit Leuten zu tun habe. Ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall, da merke ich, da ist genau das eingetreten. Da ist bereits eine Verhärtung. Du kannst machen, was du willst. Du kriegst sie nicht mehr, ja. Wisst ihr, ich kenne mich ja auch. Ich habe meine Frau gefragt, die war bei dem Gespräch dabei. Ich habe sie dann hinterher gleich gefragt, war ich lieb oder war ich nicht lieb? Sagt, du warst lieb heute. Ich sage, danke. Weil ich kenne mich auch, gell? Ich bin Feuerkopf. Wenn ich noch merke, dass ganz daneben geht, dann kann schon mal sein, dass ich explodiere. Das ist falsch, von daher ist das falsch. Das ist wieder ein Punkt, wo ich Buße tun muss und sagen muss, ich muss gucken, dass ich mich mit dem Wort Gottes gleichschalte, dass ich immer hier sanftmütig reagiere. Das heißt auch, manchmal, mir hat jetzt genau jemand von denen, wo es da drum ging, hat mich um ein Gespräch gebeten. Ich habe genau gewusst, wenn jetzt das Gespräch kommt, dann knallt es. Und zwar, ich wäre wahrscheinlich ruhig gewesen, aber ich habe gewusst, dass Emotionen da sind. Also habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe das Gespräch blockiert. Jetzt warte ich einfach, bis ich den Eindruck habe, jetzt kann man 2. Timotheus 2, 24 bis 26 tun. Also muss ich auch beten für diejenigen, dass Gott ihnen Vollerkenntnis gibt. Merkt ihr etwas? Buße hat immer mit Erkenntnis zu tun. Immer, dass ich es begreife. Immer, dass ich es merke. Immer, dass ich dem Heiligen Geist nachgebe. Immer, dass ich mein Herz öffne. Beim Bibellesen zum Beispiel. Dass er mich überführen kann. Dass er mir das Richtige zeigen kann. Wenn ich das tue, dann passiert etwas. Dann sagt er, dann wird der nüchtern. Es gibt andere Bibelstelle, die sagt, werdet nüchtern und sündigt nicht. Wenn man nüchtern wird, dann sieht man es, wie es ist. Und dann geht man aus der Sünde raus. Und dann kommt man aus dem Fallstrick des Teufels raus. Da braucht man sich nicht vom Teufel lossagen oder sonst was. Man muss nur Buße tun, dann kommt man aus dem Fallstrick des Teufels raus. Buße tun heißt schon automatisch aus dem Einflussbereich des Teufels weggehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier ist
eine doppelte Warnung. Eine doppelte Warnung für den, der sich verrannt hat, und für den, der praktisch mit dem zu tun hat, der sich verrannt hat. Gott sagt praktisch beide, sie müssen eine bestimmte Haltung einnehmen. Und sowohl der Knecht Gottes muss Buße tun, dass er die Haltung hat, und der andere muss Buße tun, dass er aus dem Fallstrick rauskommt. Ihr merkt, wer muss keine Buße tun? Niemand. Wer muss Buße tun? Alle. Jetzt können wir sagen, ist jetzt Buße ein fröhliches Geschäft? Hat der Konzella recht gehabt? Ja. Römer 2, Vers 4. Eine der schönsten Bibelstellen, die es gibt. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wisst ihr, wenn Gott es gut mit uns meint, darum leitet er uns zur Buße. Und wenn er uns zur Buße leitet, dann muss er mich ja zuerst überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und wenn ich nicht aufhöre, muss er mich züchtigen. Dann muss er mich auflaufen lassen. Dann muss er etwas passieren lassen in meinem Leben, dass ich aufwache. Und das ist nie negativ, sondern das ist immer von Gott her sei Güte. Und da steht jetzt ein Wort, dieses Wort hat es in sich. Das kann man in Deutsch, gibt's kein Wort, es gibt kein Wort dafür. Und zwar, nämlich er sagt jetzt Güte, Geduld und Langmut. Güte ist klar, Gott meint es gut mit uns. Das Wort ist aus dem deutschen Wortschatz verschwunden. Güte heißt einfach, es meint jemand gut mit mir. Ist doch schön, wenn es jemand gut mit mir meint. Langmut heißt, er wartet zu. Er gibt mir Zeit. Langmut ist Zeit geben. Das heißt Makrothymia. Das heißt Zeit geben. Er gibt mir Zeit. Und hier steht ein Wort bei Geduld, das heißt Anoche. Und dieses Wort heißt Waffenstillstand. Das ist Waffenstillstand. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Güte Gottes ist so groß und er meint es so gut mit mir und er hat so viel Langmut mit mir, er gibt mir so viel Zeit, dass er seinen Zorn, der von seiner Heiligkeit her berechtigt wäre, zurückhält, wie im Krieg, wo Waffenstillstand ist. Er hält ihn zurück, um mir Luft zu verschaffen, dass ich Buße tun kann. Wisst ihr, was das bedeutet? Es ist die größte Gnade, dass Gott uns Luft lässt zur Buße. Und ich fürchte nur eines. Wenn Gott einmal einen Leuchter wegrückt oder bei einem Menschen nicht mehr redet und nicht mehr straft und nicht mehr ihn in seiner Güte zur Buße leitet, dann ist die Katastrophe passiert. Und vielleicht, ich habe schon beten gehört, aber nicht oft, vielleicht ist es auch Zeit, dass wir wieder beginnen zu beten und dem Herrn dafür zu danken, dass er so gütig mit uns ist, dass er so gut meint, dass er uns so viel Zeit lässt, Buße zu tun, trotz unserer Verkehrtheit, und dass er Friede, einen Waffenstillstand mit uns macht, dass er uns nicht sofort straft und dass wir Zeit haben, Buße zu tun, dass wir jetzt sagen, Herr, ich danke dir, dass du mir Zeit lässt, Buße zu tun. Wieso, da kann man auch beten. Das ist ja gar nicht schlimm, wenn man das tut. Kann man, dass man betet und sagt, Herr, lass mir gelingen, dass das mir gelingt. Da ist nichts dabei. Wir sollen ja unser Herz ausschütten vor meinem Jesus. Wieso, und von daher, wenn du jetzt wieder zurückgehst zu unserem Anfangstext, ist es relativ einfach. Er sagt hier klipp und klar, tut Buße. Und das ist jetzt ein Punkt, wo du einfach sagst, da kannst du als Mensch ja dazu sagen, was bleiben lassen. Wisst ihr, es würde doch jetzt bedeuten, wenn wir uns selber nicht beurteilen können, was wäre jetzt die Konsequenz für uns Gläubige, die wir Gott dienen wollen, die wir sagen, wir wollen nicht da abfallen, wir wollen Gott wirklich dienen, wie es gemeint ist. Was müssen wir dann tun? Dann muss ich doch hingehen wie der David und bete, Herr, erforsche mich und zeige mir, wie ich es meine. Wenn ich mich nämlich selber gar nicht beurteilen kann, dann merke ich ja gar nicht, ob ich Buße tun muss. Dann muss ich doch die Bibel öffnen in der stillen Zeit und sagen, Herr, erforsche mich. Zeig mir, wo ich Buße tun muss. Zeig mir, wo ich Änderung. Und Buße heißt ja nicht unbedingt sofort was in Ordnung bringen, sondern Buße kann nur eine Änderung meiner Einstellung sein. Wisst ihr? Das hat oft gar keine Konsequenzen für Dritte zuerst, sondern es hat Konsequenz für mich, dass ich einfach meine Einstellung ändere. Ich habe zum Beispiel Buße tun müssen beim Bibellesen. Wisst ihr, ich bin Mensch. Ich bin Vielfraß. Beim Lesen. Ich hab meistens in ein Buch in der Mache, sondern mehrere. Und ich schaufel das in mich rein.
ist auch wie ein Häcksler. Es macht mir nichts aus, wenn ich selbst schlimmste Kirchengeschichte oder so, oder schlimmste Bücher, das geht weg. Aber gell, ich muss wissen, was man kann und nicht kann. Es gibt auch Bücher, die lese ich nicht, die werfe ich weg. Aber es kommt das Problem. Ich habe vor einer Zeit angefangen, in meiner Hektik, genauso so wie ich die Bücher fresse, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Und plötzlich fängt der Heilige Geist an und straft mich beim Lesen. Und seither, jedes Mal, wenn nur die geringste Bewegung vom Heiligen Geist beim Bibellesen kommt, stoppe ich sofort. Ich habe heute Hohelied gelesen, ist ja wunderbar. Ich musste zurückgehen. Kapitel 5 musste ich nochmals lesen. Ich habe es gelesen, wunderbar. Ich habe schon im Kopf gehabt, was ich nachher mache, nach der stillen Zeit. So habe ich das Kapitel 5 gelesen. Da kam der Heilige Geist, der Jesus hat den Finger draufgelegt und sagt, aus! Da bin ich zurück. Ich habe gesagt, ist völlig egal, wie viel Zeit ich brauche. Dann habe ich 5 nochmal ganz langsam gelesen. Ganz langsam. Und dann habe ich die andere auch noch gelesen. 6, 7, 8 bis zum Schluss. Ganz langsam. Wisst ihr, warum das gefährlich ist? Weil ich mit Kapitel 8 mit dieser Bibel wieder ganz fertig war. Ich habe vor Jesaja schon alles gelesen. Und dann bin ich auch so ein Mensch. Kurz bevor ich heimkomme, pressiert es am Auto. Na, jetzt wird's voll heim. Und so ist beim Bibelleser, jetzt wird voll fertig werden. Wisst ihr, und jetzt kommt das Entscheidende. Das sind auch Punkte, wo du immer ganz einfach einen Punkt Buße tun musst. Du musst ja Gott ernst nehmen. Er soll ja zu dir reden. Also musst du hier dich verändern. Das sind jetzt die harmlosen Dinge. Aber wir müssen beginnen, Gott zu fragen, Herr, wo soll ich? Ja. Und wenn wir dann das tun, dann dienen wir wirklich Gott. Dann stehen wir in dem Buch aus Malachi 3,16, wo nämlich ein Unterschied ist zwischen dem, der Gott dient und dem nicht dient, der ihn wirklich fürchtet, wirklich ehrlich ist. Wenn wir so vorgehen und hier Buße tun, einfach uns ihm öffnen, dass er uns, ich sag's mal so, sortiert in unserem Herzen. Und dann, wenn er ganz klar sagt, jetzt gehst du links, dann gehe ich links, sagt er, gehst rechts, dann gehe ich rechts, dann passiert etwas. Dann stehen wir in diesem Buch und dann sagt er, genau in der Endzeit wird ein Unterschied sein zwischen denen Gläubigen und den Gläubigen, die es nicht tun. Jetzt kommt halt die Frage, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Den Preis der Buße. Bin ich bereit, Früchte der Buße zu bringen, dass ich es wirklich tue? Und die Frage kann ich nicht beantworten. Die kann ich nur für einen Menschen beantworten, für mich. Kann ich für euch nicht beantworten. Ich kann sie auch für meine Frau nicht beantworten, für meine Kinder. Ich kann sie für niemand beantworten. Gar niemand als für mich allein. Und von daher ist halt der Befehl da, tu Buße und glaub, sagt der Jesus. Jetzt müssen wir sagen, Herr, ich will gehorsam sein, ich will Buße tun, dauernd, und will glauben, dauernd. Das heißt, jetzt müsste sich eigentlich bei jedem von uns die stille Zeit verändern. Außer denn, er hat schon die Haltung, da braucht sich natürlich nichts verändern, ist klar. Aber normalerweise muss ich bei der stille Zeit jetzt beginnen, hier zu ändern. Und dann kommt ja das Wunderbare, was passiert, wenn ich das tue? Ich löse einen Freudetaumel im Himmel unter Umständen aus. Müsst ihr euch vorstellen, ich löse Freude im Himmel aus. Und Gott beginnt plötzlich, mich wieder zu benutzen. Und plötzlich bin ich ein Sklave Jesu Christi. Da kommt eine ungeheure Segnung. Nur Frage der Zeit. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel, dass du uns so viel Luft gelassen hast, so viel Raum gelassen hast, dass du uns einen Waffenstillstand gegeben hast, wo du mit einem heiligen, gerechten Gericht wartest, wo du uns Raum gibst, uns zu verändern, wo du Raum gibst, nachzudenken, wo du Raum gibst, so eine Herzenshaltung einzunehmen, dass dein Gericht an uns vorbeigeht, wo du unsere Herzenshaltung gibst, dass wir da sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, dass die Fülle des Segens in uns, wie Epheser 1, Vers 3 sagt, geschehen kann. Gib uns einfach Gnade in diesem Herzen hier vor dir zu wandeln, so wie du es sagst ja im Markus-Evangelium, dass wir dauernd diese Haltung der Buße einnehmen, auch vor allem, wenn wir allein sind vor dir in der Stille und auch vor allem dann beginnt das, was wir erkennen, die kindlichem Glaube zu tun. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.